Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12340. Grundrechtsschädliche Terrorpakete stoppen, Meinungsfreiheit bewahren, Registrierungspflicht für Prepaid-Mobilfunk, Telefonkarten streichen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Bleiben Sie ruhig hier, jetzt wird es spannend, denn ich spreche jetzt dazu, wie mit Bedrohungsszenarien und Angst vor dem Terror als Begründung in Deutschland seit Jahrzehnten Bürgerrechte geschliffen und Kontrolle und Überwachung durch Sicherheitsbehörden ausgebaut werden. Aber Angst und Schrecken dürfen nach meiner und nach Überzeugung der Piraten nicht die Leitlinien unserer Gesetzgebung werden. Meine Damen und Herren, das Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, welches von der Großen Koalition in einem Verfahren, das man nicht mehr rechtsstaatlich nennen kann, durchs Berliner Parlament gepeitscht wurde, soll morgen im Bundesrat final bestätigt werden. Mir fehlt hier leider die Zeit, die einzelnen Punkte der geänderten Gesetze zu erläutern. Aber man kann so zusammenfassen: Abbau von Schutz und Grundrechten auf allen Ebenen. Es geht um unkontrollierten Datenaustausch mit dem Ausland, präventiven Einsatz von V-Leuten, mehr und längere Speicherung von Daten, schon mal mit der Überwachung anfangen, bevor ein Richter zugestimmt hat, die Überwachung von Minderjährigen und um die ausschließlich personalisierte Ausgabe von Prepaid-SIM-Karten. Damit sollen dann dieses Mal terroristische Bestrebungen bekämpft werden. Meine Damen und Herren, das Einzige, was damit bekämpft wird, ist unsere offene Gesellschaft und unsere Freiheit. Bei jeder Gelegenheit bringen Sicherheitsesoteriker neue Vorschläge im Kampf gegen den Terrorismus. Aber ich frage Sie, welche waren denn bisher wirksam? Hätten die Antiterrorgesetze der letzten 20 Jahre irgendeinen Effekt gehabt, wäre der Terrorismus jetzt ausgerottet. Das Gegenteil ist aber der Fall. Unsere Grundrechte sind löcherig wie ein Schweizer Käse. Erinnern Sie sich an TFTP, das Terrorism Finance Tracking Program? Damit sollten die Finanzströme der Terrorfinanzierer weltweit ausgetrocknet werden. Seit 15 Jahren läuft das schon. Was ist das Ergebnis? Der angebliche Islamische Staat bewegt Milliarden über eine eigene Bank und hat keine Probleme beim Waffenkauf. Aber in Deutschland, da hat jetzt das BAföG-Amt online Zugriff auf die Konten der Studenten, um deren Berechtigungen zu überprüfen. Ohne Terrorangst hätten die Menschen in Deutschland das nicht mitgemacht und der Protest wäre lauter gewesen. Meine Damen und Herren, es muss dringend die Notbremse gezogen werden. Die weitere Verschärfung der Registrierungspflicht für SIM-Karten muss gestoppt werden. Die Maßnahme ist in keinster Weise geeignet, Terroranschläge zu verhindern. Stattdessen richtet sie sich gegen weite Teile der Bevölkerung. Und die nächsten Bedarfsträger stehen schon Schlange, um die Bestandsdaten und die Vorratsdaten von Millionen von Bürgern auszuwerten. Die Einführung der grundsätzlichen Registrierungspflicht von SIM-Karten ist, falls Ihnen das nicht bekannt ist, ein Produkt der sogenannten Otto-Kataloge aus den Jahren 2003, 2004. Herr Köfkes, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern. Es ist auch eins der eilig eingeführten Antiterrorpakete der damals rot-grünen Bundesregierung. Die Klagen der Bürgerrechtler gegen das Gesetz haben lange gedauert, aber in diesem Jahr liegt das Gesetz endlich dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Prüfung vor. Aber anstatt das Urteil über die Zulässigkeit der Zwangsregistrierung abzuwarten, will man in Berlin eilig eine weitere Verschärfung. Hier wird die Überwachung vor die Freiheit gestellt. Der freie Zugang zum Internet ist für einen Menschen eine Voraussetzung, um sein Recht auf Informationsfreiheit und sein Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben. Die Rezipientenfreiheit, das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren, in Deutschland durch den Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt und garantiert, wird zur Farce,
wenn man sich für jede Suche nach Informationen vorher namentlich mit dem Personalausweis registrieren muss. Der Registrierungszwang für SIM-Karten in Kombination mit der Vorratsdatenspeicherung stellt eine vollständige Überwachung von Online-Aktivitäten dar. Was das für das Freiheitsgefühl der Menschen zur Folge haben kann, hat eine groß angelegte Untersuchung der Universität Berkeley gezeigt. Die Recherchen von Artikeln in der Wikipedia zeigen deutliche Veränderungen, nachdem das Ausmaß der Online-Überwachung durch die Snowden-Enthüllungen bekannt wurde. Eine solche Entwicklung können und dürfen wir hier nicht zulassen. Eine freie Gesellschaft braucht auch Freiräume, sonst wird der Kampf gegen den Terror kein Schutz unserer Gesellschaft, sondern ihr Gefängnis. Vor diesem Hintergrund und auch vor der Verantwortung, die der Landtag für die Menschen in Nordrhein-Westfalen hat, möchte ich Sie alle hier bitten, die Landesregierung dazu aufzufordern, morgen im Bundesrat auf die Einberufung des Vermittlungsausschusses hinzuwirken und dieses Gesetz zu stoppen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Vandenberg das Wort. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Herrmann, vielleicht kommen wir auf das noch mal zurück, was eigentlich Gegenstand der Angelegenheit ist. Sie beschreiben in Ihrem Antrag, in der Sachverhaltsbeschreibung, dass, Zitat, eine neue Einschränkung für informationelle Selbstbestimmung erfolgen würde. Fakt ist aber, bereits seit 2004 ist in § 111 des TKG gesetzlich vorgeschrieben, dass die Anbieter bzw. die Händler der Daten des Rufnummerinhabers diese zu erheben haben. Also, es ist kein neues Recht, was geschaffen wird, sondern es geht hier um eine Vollzugsverbesserung, die wir herbeiführen. Und ich glaube, es ist für viele, die sich mit innerer Sicherheit in unserem Lande beschäftigen, ein ziemlich unerträglicher Zustand, dass der Gesetzgeber etwas einfordert, eine Erhebungspflicht, und quasi jeder mit der Angabe des Namens Mickey Maus sich da herausstellen kann. Das kann nicht wahr sein. Es ist naheliegend, dass diese Lücke gerade auch von Straftätern natürlich genutzt wird und aktiv und leidlich ausgenutzt wird an dieser Stelle. Und es ist an mancher Stelle, Herr Herrmann, da lassen Sie mich das auch sagen, finde ich schon befremdlich, wenn ich mir Homepages zum Beispiel der Piraten in Baden-Württemberg angucke, dass sie ganze Bauanleitungen dafür geben, wie man quasi hier Anonymität herstellen kann. Dass sie dort vorschlagen, wie anonyme E-Mail-Adressen zu beschaffen sind, wie man falsche Postanschriften erfinden kann und im Internet platzieren kann, wie man IP-Adressen verschleiern kann und Ähnliches. Überlegen Sie einmal, ob Sie damit einem Rechtsstaat und einem Verfahren eigentlich einen guten Dienst an dieser Stelle erweisen. Meine Damen und Herren, das Bundesgesetz es ist ein Grundrecht, seine Meinung zu äußern, Herr Herrmann. Aber ob es ein Grundrecht ist, anonym in einer Demokratie zu agieren, darüber kann man leidlich streiten. Es gibt das Grundrecht, Herr Herrmann, lassen Sie mich, es gibt das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung. Und darüber entscheidet in der Tat momentan vor dem auch auf europäischer Ebene, ob dies in Einklang ist und ob der europäische, ob das mit der Konvention der europäischen Menschenrechte übereinstimmt. Es gibt auch viele Fragen, die zu klären sind. Ich will nicht so tun, als ob das alles problemlos ist. Denn wenn Daten erhoben werden, muss ja immer auch geklärt werden, wie sieht es mit der Datensicherheit aus und wie wird das gehandelt. Ich tue hier an dieser Stelle nicht so, als ob man keine Probleme auch hat. Ich denke, meine Kollegin Verena Schäfer wird da gleich auch noch drauf eingehen, vertieft. Aber wo man sich, glaube ich, schon mit beschäftigen muss, ist, ob Ihre These richtig ist, dass nur ein anonymer, mobiler Internetzugang quasi ein Kriterium für freien Informationszugang und freie Meinungsäußerung ist. Das haben Sie in Ihrem Antrag, Herr Herrmann, behauptet. Und das bestreite ich an dieser Stelle sehr deutlich. Das ist quasi so, als ob Sie so tun, als sei Straßenverkehr nur möglich, wenn keiner ein Kfz-Kennzeichen hätte, weil man nur dann Mobilitätsfreiheit in einer Gesellschaft herstellen kann. Sondern Kfz-Kennzeichen haben in einer Gesellschaft schon einen Sinn. Natürlich muss man sicherstellen, dass Datenschutz und anderes gewährleistet ist mit Kfz.
Herr Kollege, es ist ein bisschen schwierig. Sie stellen Sie eine ordentliche Zwischenfrage. Sie wissen, dass ich gerne dazu bereit bin, immer was zu beantworten. Ich glaube, dass an dieser Herr Kollege van Berg, Ihre Aufforderung ist sofort erhört worden. Gerne doch. Wenn nicht anders zu erwarten war, bitte schön. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage nicht nur zulassen, sondern quasi gerne auch anfordern. Bitte. Die Anonymität im Netz ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Widerspiegeln der Anonymität, wenn ich mich ganz normal über irgendwelche Straßen oder irgendwelche Städte begebe. Wenn ich jetzt die gleiche Denke aus dem Internet, die Sie hier als Vollregistrierung fordern, nachvollziehen möchte, dann komme ich zu dem Schluss, dass Sie von jedem Menschen fordern, der irgendeine Straße, irgendeine Innenstadt benutzt, dass er sich vorher namentlich registriert. Wollen Sie das wirklich? Nein, es ist auch nicht Fakt. Es ist nicht Fakt, sondern wir machen zum Teil das Gegenteil. Nein, es ist nicht Fakt, weil wir an ganz vielen Stellen ja zum Beispiel Freifunknetze geschaffen haben, weil wir die Abschaffung der Störerhaftung in den letzten Monaten vorangetragen haben und dadurch natürlich auch eine anonyme Teilhabe am Internet weiter möglich ist. Das, was Sie tun, ist, als ob die mobile Nutzung vom Internet quasi ein Grundrecht ist und die einzige Möglichkeit an Teilhabe an der Demokratie. Und das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht hinterfragen und am Schluss auch natürlich juristisch bewerten. Meine Damen und Herren, das, was mich an dem Antrag ebenfalls stört, ist, es ist mitnichten so, dass durch das, was jetzt gesetzlich passiert, Inhalte erfasst werden, sondern es wird lediglich überprüft, ob die angegebenen Daten mit realen Daten übereinstimmen. Ich glaube, dass das ein Weg ist, den man in einer Demokratie auch von Staatsbürgern ein Stück weit einfordern kann, dass sie eine andere Auffassung haben und eine Gefährdung, Zitat, der freien Meinungsäußerung sehen und das verknüpfen mit einer anonymen Demokratie. Das ist ein Bild, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir nicht teilen in der SPD-Fraktion mit Ihnen an dieser Stelle. Wir glauben sehr wohl, dass eigentlich das Leitbild eines Bürgers, der sich demokratisch einmischt, der dazu auch sagt, ich bin der und der und tue das gerne, dass das eigentlich in der Demokratie mehr geschützt werden muss, dass da ihm nichts widerfährt, dass der das an jeder Stelle frei und offen tun kann. Und was Sie stattdessen fordern, ist quasi, dass man hinter einem Schleier alles sagen soll und sich hier einmischen soll. Ich glaube, dass das das falsche Bild ist, auch von demokratischer Mitwirkung, was Sie an dieser Stelle vermitteln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege van den Berg. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hegemann das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt, was Sie nicht alle Tage erleben können. Ich schließe mich nämlich den Worten meines Vorredners an. Ich will aber auch gar nicht weiter in die Sache eindringen. Ich wehre mich dagegen, dass Sie mangels Mandat im Bundestag den Landtag zum wiederholten Male mit Dingen beschäftigen, wo null Regelungskompetenz hier besteht. Null. Sie glauben doch wohl selber nicht, dass ein Gesetzentwurf, den die SPD in Berlin mitformuliert hat, dass der im Bundesrat von der SPD abgelehnt wird. Und jetzt kann ich Ihnen auch eins sagen, die einzige Möglichkeit, die bestünde Ihrer Mitwirkung, ist die, und das ist die unwahrscheinlichste, dass Sie an einer Regierung in Berlin beteiligt werden. Sie werden noch nicht mal in dem nächsten Bundestag angehören. Das Einzige, wo Sie ganz sicher sein können, ist, dass dieser Antrag hier, dass der Antrag hier abgelehnt worden ist. Stehen Sie mal auf. Also, meine Damen und Herren, in der Formulierung von CDU, CSU und SPD ist begründet, woher man die Kompetenz nimmt, diesen Gesetzentwurf so zu beschließen. Und deshalb muss ich ausnahmsweise mal vorlesen, weil es um eine Rechtsauskunft geht, die sollen Sie ja nachprüfen können. Es gibt eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes, die aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe D des Grundgesetzes herrührt. Das hat mit der Landesverfassung nichts zu tun. Da geht es um die Änderung des BND-Gesetzes aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes und die Änderung Artikel 10 des Grundgesetzes. Sie kennen das. Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe B.
Es ergibt sich aus der Änderung des Bundespolizeigesetzes aus Artikel 73 Absatz 1 und einer Änderung des VIS-Zugangsgesetzes Artikel 73 Absatz 1. Die Kompetenz des Bundes ist unbestritten. Es gibt keinen Spielraum, den wir ausfüllen können. Es gibt auch kein Landesinteresse, wo man sagen kann, da widerspricht der Bund völlig dem Landesinteresse. Aber ich sage Ihnen, dass Sie immer, wenn es um Verbrechensbekämpfung geht bei organisierter Kriminalität, Sie sich einen schlanken Fuß machen. Rumschreien, dass alles nicht passiert in Nordrhein-Westfalen, ist der eine Teil. Da sind wir ja vielleicht sogar manchmal einer Meinung in der Beurteilung des Ministers. Das kann er auch nicht gut haben. Er packt schon seine Sachen ein. Ich habe es ja befürchtet. Ich habe es ja befürchtet, dass Sie noch etwas bleiben. Aber es geht nicht, meine Damen und Herren, es geht nicht. Das gilt allerdings auch für Teile der Grünen, dass immer, wenn neue Bekämpfungsmaßnahmen von der Politik auf den Tisch gelegt werden, irgendwelche Heerscharen kommen und sagen, das geht überhaupt nicht, Einschränkung von Meinungsfreiheit, Einschränkung von Bewegungsfreiheit, Einschränkung von Telekommunikationsfreiheit. Meine Damen und Herren, die Kriminellen sind uns immer einen Schritt voraus. Und vor 20 Jahren brauchten wir über Prepaid-Handys nicht zu diskutieren. Da war das kein probates Mittel zur Absprache von Straftaten. Mittlerweile ist das aber der Fall. Und deshalb ist dieses Gesetz, ich habe damals schon geredet, Sie können heute reden, aber Sie werden nicht mehr lange reden, Gott sei Dank. Genießen Sie es. Genießen Sie es, dass Sie noch hier sind. Herr Kollege Herrmann, würden Sie eine Zwischenfrage aus der Piratenfraktion zulassen? Ach, an und für sich ungern, aber da ich in meinem Leben bisher alle Zwischenfragen zugelassen habe, lasse ich die auch zu. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, gerade weil Sie sich beklagten, dass wir uns jetzt hier über neue Rechte, die zugerechnet werden sollen, also neue Eingriffsmethoden, beschweren. Wäre es nicht sinnvoll, die alten Gesetzesänderungen, die auch im Kampf gegen den Terrorismus erlassen worden sind, erstmal zu prüfen, ob die überhaupt wirksam gewesen sind? Also das ist also auch eine reflexartige Reaktion, dass immer, wenn irgendwo eine Straftat begangen wird, insbesondere in letzter Zeit auch im terroristischen Bereich, und irgendjemand sagt, jetzt müssen wir gesetzlich schärfer vorgehen, dann schreit sofort eine ganze Bande, ihr hättet ja erstmal die bestehenden Gesetze anwenden sollen. Meine Damen und Herren, es sind neue Herausforderungen, die neuer Gesetze bedürfen. Und dass nicht alle alten Gesetze zum Erfolg geführt haben, das wissen wir auch, dann gäbe es keinen Terrorismus. Wenn wir erfolgreich gewesen wären mit der Anwendung der Gesetze, dann hätten wir keine Probleme. Aber zu sagen, wendet doch erstmal das Alte an, also Herrschaften, es ist eine neue Herausforderung. Wenn Sie die nicht verstanden haben, ist das Ihr Problem. Die Koalitionsfraktionen im Bundestag haben Sie verstanden, haben ein vernünftiges Gesetz auf den Weg gebracht. Und deshalb hören Sie auf, jetzt hier rumzukläffen. Das ist Ihre Art, der Politik zu machen. Ich sage noch mal, es ist nicht Ihr Forum. Dies müsste im Bundestag gesprochen werden und nicht hier. Da sind Sie nicht da. Also, ich sage Ihnen noch mal eins. Toll, gut, dass Sie mir das mal gesagt haben. Ich habe Sie zwar gehört, aber nicht verstanden, aber das muss ja nicht an mir liegen. Das muss ja nicht an mir liegen. Also, ich habe einmal im Leben einen Ordnungsruf gekriegt. Ich bin, glaube ich, drauf und dran, den zweiten zu kriegen, wenn ich Ihnen antworte. Dann halten Sie sich mal zurück, Herr Kollege. Die Verlegenheit möchte der Präsident und andere auch nicht bringen. Aber das, was Sie dazwischen gerufen haben, ist erstens akustisch nicht angekommen. Die Art und Weise, wie Sie es vorgetragen haben, zeigt, dass Sie irgendwo eine Sache haben, die aber behandelbar ist. Meine Damen und Herren, ich sage noch mal, belästigen Sie uns nicht mit dieser Art von Anträgen. Sie können sicher sein, eine große Mehrheit wird Ihren Antrag im Fachausschuss ablehnen. Die Überweisung, das ist üblich, da werden wir natürlich mitmachen. Und dann werden wir uns die ganze Rede von Ihnen noch einmal anhören müssen. Aber auch das werden wir ertragen. Danke, Herr Kollege Hegemann. Herr Kollege Hegemann, es gab den Wunsch, Ihnen noch eine Zwischenfrage zu stellen. Aber ich bitte jetzt eine Frage, die ich akustisch verstehen kann. Dafür gibt es Mikrofone, das stellen wir sicher, Herr Kollege. Ja, bei der Anlage weiß man nicht so. Ich glaube, Sie werden das ganz gut akustisch verstehen. Ich frage mich,
da das ja hier eine öffentliche Veranstaltung ist, ob Sie der Meinung sind, dass Ihre Arroganz, die Sie hier vortragen, die sogar daran mündet, einen Kollegen, einen Abgeordneten persönlich zu beleidigen, ob Sie meinen, dass das Ihrer Partei zuträglich ist, ob das dem Wähler tatsächlich gefällt, was Sie hier veranstalten? Also, ich finde das prima. Hier hat jeder das Recht, eine Zwischenfrage zu stellen, aber er hat nicht das Recht, auf die blödeste Frage auch noch eine Antwort zu kriegen. So. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Herr Kollege Hegemann, ich werde darauf verzichten, Sie förmlich zu ermahnen. Ich bitte allerdings, sicherzustellen, dass in Zukunft angebliche Hinweise zum Gesundheitszustand von Abgeordneten, die hart an der Grenze zur persönlichen Herabsetzung sind, hier nicht mehr vorgetragen werden. Herr Kollege Hegemann, das ist eine Grenze, die wir wirklich auch beachten sollten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn das auch weiterhin der Konsens unserer gemeinsamen Debattenkultur wäre. So, und jetzt erteile ich als nächster Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Schäfer das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche, die Debatte mal wieder auf die Sachebene zurückzuführen. Ich finde es im Übrigen, Herr Hegemann, das kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen, dass Sie hier immer persönliche Beleidigungen anbringen, ja nicht nur hier, sondern auch im Innenausschuss. Ich finde das unmöglich und das sollte aus meiner Sicht auch kein Mittel einer politischen Auseinandersetzung sein. Ich frage mich, was für ein politischer Anspruch bei Ihnen eigentlich besteht, wenn Sie so vorgehen. Aber egal, kommen wir zur Sache. Zu diesem Antiterrorpaket der Bundesregierung hat es ja im Vorfeld schon viele kritische Stimmen auch gegeben, sowohl zu inhaltlichen Aspekten als auch zum Verfahren selbst. Und deshalb will ich auch noch mal was zum Verfahren sagen im Bundestag. Einbringung und Beratung im Bundestag sind ja innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen worden, innerhalb von 2 Wochen. Das bei so einem Riesenpaket, was unsere Sicherheitsgesetze betrifft, finde ich ehrlich gesagt nicht angemessen. Morgen steht der Gesetzentwurf schon abschließend zur Beratung auf der Tagesordnung des Bundesrats. Und ich will auch noch mal an den Eklat im Bundestagsinnenausschuss erinnern, wo ja nur Vertreter der Sicherheitsbehörden als Sachverständige geladen waren, obwohl es um weitreichende Befugnisse der Sicherheitsbehörden geht, finde ich ehrlich gesagt auch problematisch. Das muss im Bundestag behandelt werden. Ich will hier nur anmerken, es hat ja auch aus meiner Sicht zu Recht Kritik im Vorfeld oder nicht nur im Vorfeld, sondern auch während des Verfahrens gegeben, wie das im Bundestag behandelt wurde. Aber zum Inhalt. Der Piratenantrag bezieht sich ja vor allen Dingen oder eigentlich nur auf das Thema Identifikationspflicht für Telekommunikationsanbieter und das, obwohl es noch mehrere wesentliche Änderungen in diesem Gesetzentwurf gibt. Man muss feststellen, rechtlich ist es so, dass schon heute Telekommunikationsanbieter bei der Vergabe von Telefonnummern Daten der Kundinnen und Kunden erheben und deren Bestandsdaten sichern. In diesem Gesetzentwurf, der morgen auch im Bundesrat sein wird, ist jetzt vorgesehen, dass darüber hinaus für Prepaid-Angebote eine Überprüfung der Angaben der Kundinnen und Kunden durchgeführt und die Prüfung durch die Datenspeicherung der Angaben auch noch dokumentiert werden soll. Und hier entstehen aus unserer Sicht, aus grüner Sicht, neue Risiken für die Datensicherheit der Kundinnen und Kunden, was wir problematisch finden. Was wir auch problematisch finden, ist, dass ja derzeit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde vorliegt gegen diese Registrierungspflicht von Prepaid-Kartenkäufen. Die Bundesregierung, ich habe das gerade noch mal nachgeschaut, die Bundesregierung ist aufgefordert, bis Mitte Oktober eine Stellungnahme vorzulegen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf den Ausgang des Verfahrens. Aber, und das ist auch meine Kritik an dem Piratenantrag, diese Identifizierungspflicht ist ja nicht die einzige und noch nicht mal die problematischste neue Regelung in diesem Antiterrorpaket. Es gibt ja noch weitere und deshalb finde ich Ihren Antrag hier ehrlich gesagt auch etwas kurz gegriffen. Die anderen beiden wesentlichen Änderungen, auf die ich eingehen will, es gibt aber noch mehr, aber die beiden, auf die ich eingehen will, ist einmal die Rechtsgrundlage für gemeinsame Daten des Bundes
Bundesamts für Verfassungsschutz mit ausländischen Geheimdiensten. Da ist es so, dass wir Grüne natürlich das Ziel teilen, dass man zu einem besseren Informationsaustausch zwischen den Geheimdiensten im Hinblick auf die Gefahren des internationalen Terrorismus kommt. Aber auch hier bestehen bereits heute Rechtsgrundlagen für die Übermittlung an ausländische Geheimdienste, die auf Einzelfälle beschränkt sind und eben nicht auf eine automatisierte Übermittlung. Dieser Gesetzentwurf, der uns jetzt vorgelegt wurde oder dem Bundestag vorgelegt wurde, muss ich ja richtigerweise sagen, bedeutet an dieser Stelle einen Paradigmenwechsel, weil er eben eine automatisierte Struktur des massenhaften Datenaustausches ermöglicht. Und das finden wir als Grüne schwierig und das haben wir im Bundestag auch ganz klar abgelehnt. Und zum anderen, der zweite Aspekt, auf den ich noch eingehen will, ist die Regelung zum Einsatz von verdeckten Ermittlern bei der Bundespolizei. Das, obwohl ja momentan auch noch der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU tagt und ich davon ausgehe, dass es dazu auch noch Bewertungen geben wird und ich auch die Eilbedürftigkeit für diese Regelung jetzt ehrlich gesagt nicht sehe. Da hätte man sich aus meiner Sicht noch mehr Zeit für nehmen müssen. Diese Punkte greifen Sie in Ihrem Antrag leider nicht auf. Ich finde, sie müssen aber in dieser Debatte genannt werden, auch um ein vollständiges Bild über diesen Gesetzentwurf zu zeichnen. Uns fehlt es hier ehrlich gesagt in diesem Antrag, aber ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Der nächste Redner ist Herr Kollege Lürbke für die FDP-Fraktion. Haben Sie jetzt schon Ihre eigenen Profis? Bitte? Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, früher, und zugegeben, das ist schon ein wenig her, konnte man nur von einem Festnetzanschluss telefonieren. Der Anschlussinhaber, der war dann auch relativ fix ermittelbar. Wollte man dann unbedingt unerkannt bleiben, dann blieb einem ja fast nur die Telefonzelle. Genau. Mit den Telefonzellen ist jetzt heute aber auch etwas schwierig geworden. Aber Prepaid-Handys bringen derzeit ebenfalls eine gewisse Form der Anonymität für die Nutzer mit sich. Aber diese Form der Anonymität, und das gehört dann auch zu weit hinzu, wird ja durchaus auch von gewissen Kreisen gezielt zur Begehung von Straftaten genutzt. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss man ja sauber überlegen, was ist zu tun und was ist eben nicht zu tun. Bereits heute sieht ja § 111 des TKG die Erhebung und Speicherung von persönlichen Daten des Anschlussinhabers ja vor. Herr Pfannenberg hat das ja eben auch schon hervorgehoben. Es wird aber bisher darauf verzichtet, für den Identitätsabgleich eine Überprüfung von Ausweisdokumenten vorzuschreiben. Und den kritischen Stellungnahmen der betroffenen Verbände zur Anhörung im Innenausschuss des Bundestages kann man ja auch entnehmen, dass diese Datenerhebung etwa beim Kauf der Prepaid-Karte an der Supermarktkasse aber erst dann später über Hotlines oder im Internet erfolgt, wobei die gemachten Angaben des Nutzers ja da nicht unbedingt oder ich sag mal sogar garantiert nicht immer korrekt sind. Also ich könnte meine Prepaid-Handys insofern auch problemlos unter dem Namen Ralf Jäger Duisburg anmelden, Herr Minister, das ginge. Ich glaube, das würde durchgehen. Ich mache das nicht, aber ich könnte es. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen wir natürlich auch in der Frage Handlungsbedarf. Wir sehen Handlungsbedarf, denn was müssen unsere Ermittler beispielsweise in der Praxis denn aktuell auch für Kopfstände machen, um bei einem Prepaid-Handy den Anschlussinhaber zu ermitteln? In seiner Stellungnahme für den Bundestag hat der BKA-Chef das mal recht anschaulich ausgeführt. So müssen nicht nur zeitaufwendige, sondern regelmäßig auch wirklich sehr eingriffsintensive verdeckte Ermittlungsmaßnahmen wie TKÜ-Maßnahmen, Observationsmaßnahmen durchgeführt werden, mit denen dann erst recht und dann zwar erheblich auch in die Grundrechte auch unbeteiligter Dritter eingegriffen werden muss. Und das, obwohl die eigentliche Maßnahme, also das Feststellen des Karteninhabers in Form der gesetzlich geregelten Anschlussinhaberfeststellung als solche eigentlich einen nur geringfügigen Eingriff darstellt. Und auch die Bundesdatenschutzbeauftragte erkennt grundsätzlich die Notwendigkeit, bei im Voraus bezahlten Mobilfunkdiensten eine Überprüfung erhobener Bestandsdaten durchzuführen und sieht hier keine Bedenken unter Verweis aufs Bundesverfassungsgericht. Was die Bundesdatenschutzbeauftragte jedoch kritisiert, ist etwas ganz anderes.
So hat sie gegen die vorgesehene Speicherungspflicht von Angaben zu Identitätsdokumenten erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken erhoben. Und das würde ihrer Einschätzung nach auch zu einer massenhaften Speicherung von sensiblen Daten zu Ausweisdokumenten bei Telekommunikationsunternehmen führen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, sehr differenziert muss man rangehen. Wir weisen als Freie Demokraten ja immer darauf hin, dass bei solchen Gesetzesänderungen stets Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit zwingend zu beachten sind. Wir brauchen hier Maß und Mitte. Und ich glaube, deshalb muss man auch kritisch im Blick haben, inwieweit die mit dieser Rechtsänderung beanspruchten Ziele so auch tatsächlich erreichbar sind. Sprich, ob am Ende nicht ein gewaltiger Mehraufwand, neue Vorgaben für Bürger und Bedenken eines womöglich auch unberechtigten Datenzugriffs auf gespeicherte Informationen dann bestehen. Andererseits, liebe Kolleginnen und Kollegen, andererseits potenzielle Straftäter, aber etwa einfach auch auf Karten aus dem Ausland oder auf andere anonyme oder abhörsichere Kommunikationswege ausweichen werden. Dann hätte man auch nicht viel erreicht mit so einer Gesetzesänderung. Also Fazit ganz zum Schluss. In unseren Augen ist die Ausweispflicht beim Verkauf von Prepaid-Karten grundsätzlich aus der Sicht der Sicherheitsbehörden auch nachvollziehbar. Ich sehe auch Handlungsbedarf. Aber das Ganze hat man nicht so einwandfrei gemacht, wie ich mir das gewünscht hätte, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht. Ist an der Stelle auch unverhältnismäßig. Das wird aber in dem Antrag auch nicht so ganz sauber. Frau Schäfer hat auch schon angestellt, dass auch nicht alle Aspekte des Terrorpaketes da aufgeführt sind. Insofern haben wir da schon ein Problem mit Ihrem Antrag, liebe Fraktion der Piraten, an der Stelle und werden den auch ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lürbke. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Lürbke, dass Sie ein Prepaid-Handy auf meinen Namen anmelden, löst leichte Gänsehaut bei mir aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist bereits klargestellt worden, schon jetzt sind Verkäufer in der Pflicht, die Daten des Käufers von Prepaid-Karten zu erheben. Es gibt nur einen Haken. Die Angaben werden nur selten überprüft. Das bedeutet, dass quasi jeder unter einem Pseudonym oder unter den Namen unbeteiligter Dritter einen solchen Anschluss anmelden kann. In der Folge weiß keiner, wer tatsächlich hinter diesem Anschluss steckt. Prepaid-Handys werden eben nicht nur von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern genutzt, sondern es liegt auf der Hand, dass diese Lücke gerade von Straftätern und Terroristen genutzt wird. Deshalb ist der Eingriff in Zukunft, die Angaben mit Daten im Personalausweis abzugleichen, gering. Hier geht es nicht um das Abgreifen von Inhalten, sondern einzuleihen um die Zuordnung von Anschluss und Person. Der Nutzen für eine bessere Strafverfolgung dahingegen ist groß. Herzlichen Dank für die Nichtaufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Aber ich denke schon, dass das Parlament aufmerksam war. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also für den Inhalt des Antrages Drucksachennummer 12.340 sich aussprechen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU und FDP, vielen Dank. Möchte sich jemand im Haus enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag abgelehnt worden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11.